Und herzlich willkommen zu meinem neuen Video, meinem ersten Video mit meinem Baby. Der liegt hier neben mir. Ich hoffe, er bleibt ruhig während des Videos. Und zwar wollte ich euch heute ein bisschen was über die Geburt erzählen, wie es denn so war. Ich habe mir ganz, ganz viele Notizen gemacht, damit ich nichts vergesse. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal. Und zwar habe ich am 29.06. um 1 Uhr nachts die ersten Wehen bekommen. Es fing halt an mit 15 Minuten, 10 Minuten. Und früh um 5:30 rum hatte ich dann einen Abstand von 4 Minuten. Da haben wir noch was gefrühstückt und sind dann in die Klinik gefahren. Allerdings auf dem Weg dahin haben die Wehen komplett aufgehört. Ich hatte, ich glaube, auf dem Weg, also wir fahren eine halbe Stunde, hatte ich, glaube ich, nochmal ein oder zwei Wehen allerhöchstens. Aber im Kreißsaal haben sie uns dann gesagt, dass das völlig normal ist, dass viele Frauen kommen und dann einfach keine Wehen mehr haben, bis zu ein, zwei Stunden. Aber mein Muttermund war schon 1,5 cm geöffnet und da haben wir halt dann losgelegt. Also ich habe den klassischen Einlauf bekommen, darüber muss ich, glaube ich, nicht viel sagen. Dann habe ich mein Zimmer sozusagen da bezogen und dann war der Muttermund auf 3 cm geweitet und dann hieß es halt einfach abwarten, die Wehen weghecheln, die waren ja da noch nicht so doll und einfach warten, warten, warten. Nach weiteren 2 Stunden war nur das Problem, dass mein Muttermund immer noch nicht weiter geöffnet war, also musste ich weiter warten, wurde dann auch an den Wehentropf gehangen, weil einfach nichts vorwärts ging. Und zwar wurde da mit 10 Milliliter gestartet und am Ende war ich dann auf 90 Milliliter und das hat man auch echt gemerkt, weil die Wehen wurden richtig, richtig hart, richtig, richtig schwer. Es hat richtig, richtig Kraft gekostet, die wegzuatmen. Und ja, es war dann halt so, dass sich bis 4:30 nachmittags immer noch nicht viel getan hatte, trotz des Wehentropfes, trotz der sehr starken Wehen. Und da wurde dann gesagt, wenn bis um 5 hier noch nicht viel passiert ist, dann spritzen sie mir was, damit ich mal 2 Stunden schlafen kann, weil ich ja einfach meine Kraft noch nach hinten raus, ich brauchte ja noch Kraftreserven und ich hatte eigentlich kaum noch welche. Und zwar dann 17.10 Uhr und ich saß auf so einem Gymnastikball und habe die Hüften kreisen lassen, damit das Köpfchen nach unten rutscht. Und 17.10 Uhr war es dann und dann habe ich gesagt, nee, ich kann nicht mehr, macht was ihr wollt, holt den da irgendwie raus, aber ich konnte einfach nicht mehr, ich hatte keine Kraft mehr. Und bin aufgestanden und wollte nach der Hebamme klingeln und in dem Moment habe ich einen Blasensprung. Und dann ging alles relativ schnell, also dann hatte ich relativ schnell den Muttermund auf 8 cm und dann auf 10 cm. Und dann folgten aber echt nochmal 3 harte Stunden Wehen. Und da muss ich sagen, war mein Mann mir eine riesengroße Stütze. Ich glaube, ich habe ihm fast die Hand gebrochen, weil ich die während einer Wehe immer gedrückt habe. Aber er war für mich da. Er hat es über sich ergehen lassen, dass ich echt in... Also wenn ich eine Wehe hatte, dann durfte er mich nicht ansprechen, dann durfte er mich nicht anfassen, nur wirklich meine Hand halten. Und also ich möchte nicht an seiner Stelle gewesen sein, aber er war mir eine riesengroße Stütze. Ohne ihn hätte ich das niemals so geschafft. Ja, und dann ging es halt, dass das Köpfchen einfach nicht runterrutschte. Der Muttermund war offen, aber das Köpfchen war nicht da. Und die Zeit für den Kaiserschnitt, die hatten wir schon überschritten, das war einfach nicht mehr möglich. Und dann hieß es, wenn ich es bis 10 Uhr abends nicht alleine schaffe, dann müssen sie halt die Saugglocke nehmen. Und das wollte ich halt auf gar keinen Fall. Also hätte man ja einen Dammschnitt gemacht und die Saugglocke. Und jeder weiß, dass Saugglocke ja auch ein gewisses Risiko birgt. Und da haben wir dann zigtausend Stellungswechsel gemacht, alles Mögliche probiert, damit dieses Köpfchen weiter runterrutschte. Und dann war es 9:30, glaube ich, und da haben sie mir so jetzt, also wenn es jetzt nicht passiert, dann Saugglocke. Und das war dann echt so meine letzte Chance, der letzte Stellungswechsel, und der hat dann aber auch echt den Erfolg gebracht. Und zwar habe ich mein Kind in der klassischen Hockposition zur Welt gebracht, also so wie es ja hier die Naturvölker in Afrika machen. Wirklich auf dem Fußboden, in der Hocke. Mein Mann hat hinter mir gesessen und mich gehalten. Jedes Mal, wenn eine Wehe kam, musste ich in die Hocke gehen. Wenn die Wehe zu Ende war, musste ich aufstehen und so ein bisschen rumschwanken. Und ja, ich war dann auch froh, als ich dann pressen durfte. Und dann ging es relativ schnell. Ich glaube, ich habe so 4-5 Mal gepresst und dann war er auch schon da. Das war wirklich so, ich habe 2-mal gepresst. Dann nochmal gepresst, dann konnte sie schon das Köpfchen sehen, konnte uns schon sagen, dass er schon ganz viele Haare hat. Und mein Mann hinter mir sagte so, jetzt noch einmal pressen und dann hast du ihn raus.
Und ich dachte schon so, ja, mit einmal schaffe ich das hier nicht. Und die Hebamme vor mir sagte auch, naja, ein paar Mal wird es schon noch werden. Aber ich habe wirklich nur noch einmal gepresst und er ist rausgeflutscht, wirklich, er ist rausgeflutscht. Ich habe dann gefragt, ach, das war's jetzt schon. Also ich vermute mal, dass wirklich hier Leinsamen und Schwangerschafts- und Himbeerblättertee wirklich dann doch irgendwo was hilft, dass das dann einfacher geht, keine Ahnung. Oder ich hatte einfach nur Glück. Jedenfalls dieser Geburtsvorgang an sich, wo man dann wirklich pressen kann, das fand ich weder schmerzhaft noch irgendwie extrem anstrengend. Es war halt einfach nur, dass meine Kräfte absolut am Ende waren. Also als er dann auch da war, habe ich es wirklich nicht mehr alleine geschafft, mich dann auf das Bett zu legen. Dann musste mir man mir echt helfen. Aber ja, ich war dann halt auch froh, dass es geschafft war. Ich glaube, ich habe, wo die Wehen so extrem stark waren und nichts vorwärts ging, habe ich zu meinem Mann gesagt, das wird ein Einzelkind, weil ich das echt nicht nochmal haben wollte. Ja, aber kaum war das Kind da, denkt man da schon wieder anders drüber. Es ist wirklich so, wie jeder erzählt, dass das dann alles total schnell vergessen ist. Und ich glaube, wenn man dann mit dem zweiten Kind wieder in den Wehen liegt, denkt man sich, wieso hast du dir das nochmal angetan? Ich hatte einen Dammriss, musste also genäht werden. Und ich glaube, das war das Schlimmste für mich an der ganzen Geburt, dass ich da genäht werden musste. Mein Mann hat auch gesagt, du hast dich angestellt. Aber es war wirklich, man bekommt da halt Betäubungsspritzen. Und das war für mich ganz, ganz schlimm, da genäht zu werden. Und als er da den Knoten gemacht hat mit seinem Faden und ach, nee, schlimm. Aber jedenfalls war mein kleiner Sohn dann da. Und er war 51 cm groß und hat 3230 Gramm gewogen. Und die Hebamme hat gesagt, dass er wahrscheinlich, dass der Geburtstermin wahrscheinlich falsch berechnet war, weil er so aussah, als hätte er schon eine Woche zu lange im Bauch verbracht. Das sieht man, wenn die Haut so runzelig ist und sich so pellt, wie wenn man selber zu lange in der Badewanne war und dann so schrumpelige Finger bekommt. So sah halt überall aus. Und ja, aber ansonsten ging es ihm sehr gut. Er war ein Sternengucker, wie man so schön sagt. Also er ist also nicht mit dem Gesicht zu meinem Gesäß zur Welt gekommen, sondern er hat mich sozusagen angeguckt. Das nennt man Sternengucker und deswegen hat er auch einen leicht verformten Kopf, aber das hat sich alles wieder normalisiert, relativ schnell dann auch. Ja, und dann wurde er mir ja zum ersten Mal angelegt. Ich glaube, da hat er aber nicht von meiner Brust getrunken. Ich habe dann endlich mal was gegessen und ein bisschen geschlafen. Und ja, mein Mann ist dann auch losgemacht. Ich glaube, um 11:30, 12 die Nacht. Wurde dann frisch gemacht und um 1 Uhr nachts bin ich dann auf mein Zimmer hochgekommen. Also nach 24 Stunden, nachdem ich die ersten Wehen hatte, lag ich dann im Krankenhaus im Bett. Und wir hatten eine sehr, sehr ruhige erste Nacht. Ich glaube, mein Sohn hat mehr geschlafen als ich. Und ja, dann war der erste Tag in der Klinik und da habe ich dann zum ersten Mal richtig gestillt. Warum in Anführungszeichen, zeige ich euch dann später. Habe ihn dann zum ersten Mal gewickelt. Die U1-Untersuchung war. Es gab schreckliches Krankenhausessen. Also ich weiß nicht, wer auf die Idee kommt, einer stillenden Mutter blähenden Rosenkohl zu essen zu geben, keine Ahnung. Aber ich glaube, jeder kennt nicht schmeckendes Krankenhausessen. Ja, dann kam mein Mann zu Besuch, meine Schwester, Freunde von uns und meine Schwiegereltern. Und ja, und am zweiten Tag haben wir uns dann eigentlich schon sehr darauf gefreut, dass wir dann am nächsten Tag endlich nach Hause konnten. Aber ich hatte ganz, ganz doll Stillprobleme. Ständig kamen irgendwelche Schwestern, Hebammen, Stillberaterinnen und wollten mir da jetzt helfen, da ordentlich stillen zu können, aber irgendwie funktioniert es nicht so richtig. Ja, am Nachmittag kam wieder mein Mann, meine Schwester, meine Mama und meine Oma zu Besuch. Und ja, und dann am nächsten Tag sollten wir eigentlich nach Hause. Aber daraus wurde nichts. Wir hatten eine sehr, sehr unruhige Nacht. Mein Kleiner hat viel, viel, viel geschrien. Und Grund war, dass er Durstfieber bekommen hatte. Also er lag zwar bei mir an der Brust, hat auch gesaugt, aber wo keine Milch ist, ja, kann man sein Kind auch nicht stillen, füttern, wie auch immer. Auf jeden Fall hat er Durstfieber bekommen, hat ganz stark an Gewicht abgenommen und da mussten wir dann auf die Kinderintensivstation. Das war ganz, ganz schrecklich. Da kam er in so einen Inkubator.
Überall hingen Schläuche an ihm dran. Er wurde künstlich ernährt, hatte halt hier so eine Sonde auf dem Kopf. Und ja, das war für mich eigentlich so die schlimmste Zeit, wo ich ihn da zum ersten Mal dann auch in dem Inkubator habe liegen sehen. Und ich konnte nicht. Ja, so war er halt 2 Tage komplett bei mir. Und jetzt konnte ich ihn halt nicht wirklich. Konnte ihn zwar mal anfassen, aber er war nicht wirklich bei mir. Wir waren nicht im selben Zimmer. Es war ganz, ganz schlimm. Und ja, aber am Ende des Tages war dann das Fieber runtergegangen und er hat von anderen Müttern Milch gefüttert bekommen. Und ich habe dann angefangen abzupumpen, ein paar Tropfen, die ich hatte, und haben versucht, ihn immer wieder anzulegen, damit halt auch die Milchproduktion angeregt wird. Und er wurde dann noch weitere 2 Tage künstlich ernährt, weil er einfach auch, als dann meine Milch endlich eingeschossen ist, einfach auch bei mir nicht genug getrunken hat. Er ist auch immer noch ein schlechter Trinker. Also er ist jetzt 2 Wochen alt, sollte jetzt seine 100 bis 120 Gramm am Tag trinken, schafft aber meistens nur 80 Gramm. Aber er nimmt zu und das ist uns wichtig, er nimmt zu, er ist gesund. Und ja, das war eigentlich so alles zur Geburt an sich und zu den ersten Tagen im Krankenhaus. Und jetzt sind wir zu Hause und spielen uns so gerade aufeinander ein. Und ja, deswegen werden es in nächster Zeit wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so viele Videos werden, wie es denn in den letzten Wochen war, weil ich einfach nicht mehr so viel dazu kommen werde, Videos zu drehen. Aber ja, wenn ihr Fragen habt oder irgendwas, dann schreibt mir doch Kommentare oder Nachrichten. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns demnächst wieder in einem nächsten Video. Bis dahin, tschüss!